Akteure empfangen zum letzten Hinrundenspiel im 1. FC Kaiserslautern. Ich sage ein herzliches Willkommen und Servus, liebe Zuschauer und Fußballfans im Grünwalder Stadion. Die Pfälzer kommen mit 4 Siegen in Folge und befinden sich derzeit mit 25 Punkten auf Tabellenplatz 11. Unsere Amateure sind nach den beiden Niederlagen gegen den FC Carl Zeiss Jena und dem MSV Duisburg mit 22 Zählern auf dem 15. Tabellenplatz gerutscht. Verletzt fehlen heute Theo Rieck und Lars Lukas May. Sapritzen, Joshua Zürze und Oliver Batista Meyer sind bei der ersten Mannschaft abgestellt. Wir kommen jetzt zu den Mannschaftsaufstellungen. Los geht's mit dem ersten FC Kaiserslautern mit der 1, Lennart Grill mit der 5, Kevin Kraus, Timmy Thiele mit der 9, Florian Pick mit der 11, Dominik Schad mit der 20, Hendrik Zipp mit der 21, die 23, Philipp Hercher, die 24, Christian Kühlwetter, die 25, Carlo Sickinger, die 26, Yannick J. Bachmann und die 35, André Heinaut. Auf der Bank sitzen Afto Svahicic, Manfred Starke, Gino Fechner, Simon Skalatidis, Theodor Bergmann, Lukas Röger und André Brunner-Bjarnason. Der Trainer der Gäste ist Boris Schommers. Und nun die Ausstellung unserer Amateure im Tor. Die Nummer 6, Paul Will. Die Nummer 7, Leon Dayaku. Die Nummer 8, Yannick Reffert. Otto Fried mit der Nummer 10. Kilian Sandberg mit der 13. Maximilian Welsmüller mit der 19. Derek Köhn mit der Nummer 27. Die Nummer 28, Christopher Richards. Und die Nummer 33, Marcel Züller. Ersatzspieler sind Rondon Hoffmann, Mert Jemaz, Josip Stanisic, Maximilian Franzke, Alexander Neuenberger, Timo Kern und Angelo Stiller. Unser Trainer der Amateure ist Sebastian Hilders. Die Partieleitung Schiedsrichterin Katrin Rafalski mit ihren Assistenten Bastian Börner und Patrick Glaser. Ja, ich bin auch nicht mehr.
Nein, das ist Bayern da über, oder? Steht Amateur, oder? Nicht so wohl, waren wir so. Ist es nicht so. Aber da war Stadion voll, oder? So lang.